Und da bin ich auch wieder mit Let's Play Final Fantasy 2. Oh, einen Ether gefunden. Ah, the cast of the Northern Khan covers all of the desert. Das Schloss im Norden, Dunkhan, verwaltet die gesamte Wüste. Der Prinz dort hat einen wunderschönen Körper und eine Stimme wie ein Engel. Nicht meine Worte. Nicht da, das ist, du weißt schon. Rosa! Oder Rosa. Rosa. Na, Zetze. Bitte verlasse mich nicht, Zetze. Um das Wüstenfieber zu heilen, brauchst du das Licht von der Wüste. Ein exklusiver Edelstein kann nur in der Ameisenlöwenhöhle gefunden werden. So. Sie hat das Wüstenfieber und wir müssen sie quasi von diesem Wüstenfieber heilen. Au, 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 au. Ja. Ein Mädchen vom Bauern ist direkt vor diesem Dorf zusammengebrochen. Sie hatte hohes Fieber und sie rief ständig Zetze, Zetze. Ja, Zetze sind wir. Und wir werden sie natürlich heilen. Ich möchte ein Tänzer bei Damien sein. Denkheim. Aber dort lungern viele Monster in den Unterwassertunnel. Willst du meinen synchronisierten Tanz sehen? Ne. Ja, diese Tänzer, die gibt es irgendwie überall in Final Fantasy 4. Habe ich das Gefühl zumindest. Ja. Im Grunde genommen gibt es für uns nichts mehr zu tun. Also versuchen wir uns doch mal irgendwie zur Ameisenlöwenhöhle zu schlagen. Und ich bin gerade am überlegen, wo finde ich die bloß? Ja, Krydia ist natürlich ein kleines Kind. Hat nicht die Erfahrung wie Zetze. Und ist im Kampf quasi im direkten Nahkampf nicht zu gebrauchen. Wie man eben gerade gesehen hat, 2 Schadenspunkte, das ist nicht. Krydia ist ein Level aufgestiegen. Sicht erlernt. Zeit. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was dieser Zauber bewirkt. Das ist schon sehr lange her, wo ich Final Fantasy 4 selber gespielt habe. Er hat, glaube ich, sowieso im Spiel sehr wenig HP.
weshalb sie leider sehr schnell abkratzt. Sunderland! Yay! So, da ist es schon mal nicht. Darf jetzt nur lustig werden. Na, flüchten wir mal. Hier muss man auch sagen, sollte man vorsichtig mit dem Flüchten sein. Denn man verliert hierbei auch Gil. Und das ist so, ja, die negative Sache an Flüchten in diesem Teil. Finde ich aber gar keine so schlechte Idee. Im ersten Augenblick so gedacht. Und oh mein Gott, ich sollte mal Rüdiger heilen. Wenn sie mal MP hätte. Wie sieht das überhaupt? Oh, 888. Sobald ich in der Stadt bin. Oh, First Strike, das ist gut. Dann bin ich gleich doppelt dran. Ja, natürlich, die Kämpfe sehen jetzt erstmal ein bisschen langweilig aus. Weil Rüdiger eben halt kaum trifft und selber auch sehr wenig Schaden macht. Und jetzt ist er im Grunde genommen der Einzige, der wirklich Schaden austeilt. Aber man sollte Rüdiger nicht unterschätzen, vor allem nicht bei ihren Beschwörungen. Denn sie kann wirklich ein paar sehr gute Beschwörungen und sowas nachher. So, bei Phoenix Down, das ist natürlich klar. Phoenix Feder. Veggie weiß ich jetzt allerdings nicht. Potion ist klar. Goldpin, also Goldnadel. Maid Kiss, das ist. Ein Jungfernkuss, das ist. Zum Heilen von Frosch, den Zustand Frosch. Eyedrop, das dürfte klar sein, Augentropfen für Blindheit. Antidot oder auch Gegengift und Zelt. Und hier sehen wir schon, das kann ich mal ein bisschen machen. Wenn wir jetzt auf Items gehen, sehen wir, wir haben 5-mal Potion und wir müssen die so zusammenfügen. Es war ein bisschen umständlich, aber mein Gott, es ist Final Fantasy IV. Das Spiel ist schon uralt. Das ist, glaube ich, das ist sogar das erste Kyrie Desert Patch. Source with a Special Kaipo Micro Brew. Hi, ich bin ein wandernder Trainer oder irgendwie sowas. Nee, ich bin ein wandernder Wissenschaftler oder sowas. Ich möchte meine Nachforschung bei Fabu, eine Stadt östlich von Dankheim, fortsetzen. Aber dieser seltsame alte Mann bei dem Unterwasserkanal lässt mich nicht durch. Oh, wie ungewöhnlich ein Besucher, ein Kunde. Wegen den ganzen Monstern sehen wir weniger Kunden. Ja, neuerlich. Only the royal family can enter Antlers Cave, which is east of Dunkirk. Nur die königliche Familie kann die Ameisenlöwenhöhle
betreten, die sich östlich von Damkheim befindet. Wenn das normale Volk Eintritt bekäme, würde das really pep up business. Würde es das Business aufpeppen. Stellt euch vor, all diese Edelsteine. Das Geschäft aufpeppen. So, jetzt habe ich's. So, wir gehen nochmal kurz schlafen. Für 50 Gil. Das geht ja noch. Gute Nacht. Alles bereit. Lasst uns losgehen. So. Oh, ich freue mich schon auf später. Das darf lustig werden. So. Wieder diese besonders lustigen Kämpfe. Die sowieso keinen wirklich interessieren, weil die sind einfach nur langweilig. Und überhaupt. Und Rüder trifft sowieso nie. Zelte macht dafür fast One-Hits. Oder Two-Hits. Und die Gegner sind weg. Und Rüder ist ein Level aufgestiegen. Das finde ich schön. Der hat schon 35 MP. Und erst 72 HP. Das ist nicht gut. Von da kam ich. Toll. In diesem Part habe ich so ziemlich das geschafft. Gar nichts. Anders in Liebe gefallen. Anna ist in, ist verliebt. Wer Anna ist? Sie war ein Mädchen, das hier lebte. Ihr Vater, Meister Teller, hat nicht erlaubt, dass die beiden zusammenkommen. So sind sie von Kaipo weggerannt. Weggelaufen. Der Unterwassertunnel ist im Nordosten. Oh, jetzt habe ich es weggedrückt. But I hear that 8 Felicious Sea Snakes go out the exit. Aber ich habe gehört, dass 8 furiose Seeschlangen den Ausgang bewachen. Oh, nett, das noch zu hören. Nordosten. Ich wusste doch, irgendwas war im Nordosten. Aber ich werde höchstwahrscheinlich nicht mehr in diesen Part hier dahin kommen. Weil ich habe nämlich. Oh, doch. So, Unterwasserkanal. Sind wir jetzt nun? Im ersten Stock. Da ist eine Kiste. Und hier gibt es natürlich Riesenfrösche. Und andere Amphibientier. Und ich habe voll Lust auf Final Fantasy 4. Könnt ihr mir glauben? Und wer jetzt sagt, der sagt das auch nur so, der hat keinen Bock. Das meint er nicht so, wie er es meint. Na, Rüdiger ist ein Frosch geworden. Und nein, ich meine es tatsächlich so. Ich hab echt voll Bock wieder auf Final Fantasy 4.
Komm, let's play das. Schon habe ich voll Bock drauf. So, den Froschzustand heilen wir noch schnell in diesem Part. Nicht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Blood SFB meldet sich.